Die Zukunft gehört dir. Unter diesem Motto veranstaltete die Tourismusschule Bad Hofgastein Mitte November ihre Future Days. In diesen 2 Tagen wurden die Besucher nicht nur von den hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten und dem familiären Ambiente überzeugt, sondern auch von den klangvollen Namen der Absolventen. Bad Hofgastein ist ein sehr familiärer, überschaubarer Standort der Tourismusschulen Salzburg. Hier kennt jeder jeden und das ist neben der modernen Infrastruktur auch schon einer der großen Vorteile dieser vielfältigen Schule, die bei den Future Days 2019 wieder jede Menge Interessierte ins Gasteinertal lockte. So ist es, genau. Also unsere 6-jährige Skitourismusschule ist heuer das erste Jahr, wo die Schüler und Schülerinnen maturieren. Waren gestern schon sehr viele Interessenten, Interessentinnen dafür. Unser 3-jähriger Zweig, die Meisterklasse Kulinarik, da kooperieren wir mit den Köchen der schönen Restaurateur. Auch das ist ein Schulzweig, der sehr gut nachgefragt ist. Aber auch unser 5-jähriger Zweig, die höhere Lehranstalt für Tourismus, mit dem Schwerpunkt, auch da waren gestern und werden auch heute sehr viele Interessenten, Interessentinnen sein, eigentlich aus ganz Österreich, aber auch international. Die Besucher der Future Days 2019 konnten sich alle Bereiche der Tourismusschule zeigen und erklären lassen, und zwar von aktuellen Schülern. Zudem warteten viele kulinarische Köstlichkeiten, Vorführungen in den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Italienisch, sowie Stationen, die mögliche Zusatzqualifikationen in der Schule hervorhoben, wie etwa die Ausbildungen zum Käsekenner, zum Jungsommelier, zum Kaffeekenner oder zum Jungbarkeeper. Auch der Sportbereich war natürlich stark vertreten, mit Schautrainings der Skihotelfachschüler sowie Informationsmöglichkeiten in den Vertiefungen Sportmanagement oder Wellness, Sport und Lifestyle. Ein bunter Mix, der bei den Future Days viel Lob erntete. Die Schule hat ein sehr gutes Zusammenhalten, also alle Lehrer sind nett. Man hat eine gute Möglichkeit zu trainieren und ja, es macht einfach Spaß, hier zu sein. Mir gefällt es eigentlich echt gut. Also jetzt bin ich ja ein bisschen fixer, dass ich das vielleicht echt gehen will. Ich finde die Schule von innen selber ist auch sehr modern und schön. Und die Leute sind eigentlich auch alle ganz freundlich gewesen. Ja, sehr hell, sehr sauber. Die Schüler beeindrucken mich. Also sehr freundliche Schüler, sehr, sehr nett, rhetorisch gut. Ja, gefällt mir sehr gut, ja, bis jetzt. Erster Eindruck ist wirklich gut. Das Wichtigste ist natürlich, dass es dir gefällt. Könntest du dir vorstellen, hierher gehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein nettes Beisammensein alles und das gefällt mir hier sehr gut. Dieses nette Beisammensein konnte und kann auch Spitzenkoch Andreas Döllerer genießen. Betreut er als ehemaliger Schüler der Tourismusschule nun doch den Zweig Meisterklasse Kulinarik. Ja, das Engagement der schönen Restaurateurs, meinen Kollegen, ist natürlich auch was Besonderes, jeden Montag dann da einen Profi in den Schulküchen zu haben und die Möglichkeit dann von dem zu lernen, ist, denke ich, für die Schüler schon was Besonderes. Wer in dem Bereich was machen will, ist in Bad Hofgastein gut aufgehoben? Absolut, ich bin ja selber da zur Schule gegangen, es ist also nicht zu groß und trotzdem mit einer Top-Ausbildung. Das ist familiäre, das schätze ich sehr und deswegen für mich die erste Wahl. Andreas Döllerer ist nur einer von vielen namhaften Absolventen der Tourismusschule Bad Hofgastein. Im Skibereich etwa stehen die Namen Marcel Hirscher, Anna Veit oder Max Franz über allem. Aber auch sonst gibt es unzählige Erfolgsgeschichten. Gestern gab es ein Absolvententreffen des Jahrgangs 2003. War zum Beispiel Veronika Schalber da von Serfaust, die bei uns damals die 5-jährige absolviert hat. Ja, und heute sind Piloten dabei, sind Hoteldirektorinnen dabei. Ja, ein Herr, der jetzt in den Niederlanden tätig ist bei Citizen M Hotels. Also die Karrieren danach können sich sicherlich sehen lassen und darauf sind wir auch sehr stolz. Dem ist nicht viel hinzuzufügen und ziemlich sicher waren bei den Future Days 2019 schon die nächsten zukünftigen Big Names mit dabei.